Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Wir haben in dieser Folge einen uneleganten Vorstoß und dafür eine elegante Flucht. Und wir fangen an mit dem T29 auf Mannheim-Linie. Ich hoffe doch, dass mein Ton jetzt einigermaßen wieder okay ist. Ich habe mitgekriegt, im letzten Video war der Pegel ein wenig hoch vom Ton. Maus, bitte spiel ich verrückt. Nein. Danke. Ich will den Spielton immer ein bisschen erhöhen. Letztes Video habe ich mitgekriegt. Der Ton bzw. das Mikro ist ein wenig ausgeschlagen. Ich hoffe doch, das ist jetzt wieder etwas besser. Ich bin immer noch dabei, meine richtigen Settings zu finden. Dasselbe auch Verhältnis Mikro zu Ingame Sound. Ich hoffe, das klappt jetzt einigermaßen. Ja, wie gesagt, Anfang T29 gleich wieder auf APCR gegangen, weil an den Tag, ich kann mich noch dunkel entsinnen, lief es ein wenig suboptimal. Wir haben hier ein 6er bis 7er Match, wir haben am Gegnerteam 45 TP, stellenweise ein bisschen böse, AT-15A, ein richtiges Mistding, 2 Yardies, ein Challenger, UI, KV-85. Und ihr seht, es wird nicht lang rumgeschwuchtelt, es wird gleich draufgehauen. Sprich, wir sind runtergefahren, vorgefahren. 1S und UI noch im Rückraum und 45 TP. Ja, Schnauze an Schnauze, war ein bisschen blöd. Jetzt drehe ich im Endeffekt die Wanne ein. Artis halten zum Glück mit drauf. Immer so ein bisschen in Bewegung bleiben. 45 TP, ja, er wollte zuerst auf den Scout hauen. Scout ist aber geflüchtet. Und wir können den Kollegen da ordentlich einen einschenken. Da hinten haben wir auch den UI, den Arl, AT-15 ist mit oben. Ja, ihr seht's auch, meine Zielgenauigkeit war an den Tag nicht unbedingt ideal. Musste mal so ein bisschen nachsetzen. Weiß gar nicht, war glaube ich in der Woche. War es in der Woche? Keine Ahnung. Und da haben wir den Kollegen im UI und der fängt schon an so ein bisschen zu drängeln. Fährt genau immer dann vor, wenn ich auch vor möchte und jetzt wollen wir halt beide vor, jetzt ist da kein Platz. Was der Kollege aber so ein bisschen verkehrt macht in meinen Augen, er drückt nach vorne, er drückt komplett unelegant nach vorne, direkt in den AT-15 rein, in den UI rein. Kann auch nicht wirklich einen direkten Schuss anbringen, weil irgendwo sein Arsch im Weg ist. Ja, und ich würde sagen, das war sehr unelegant. In den AT-15 reinzudrücken, von rechts der UI, und so kann man halt seinen Panzer verlieren. Klar, UI ist ein Stahlschwein. Man muss aber bedenken, auf Stufe 7 gibt es genug Panzer, die durchkommen ohne Probleme. Auf Stufe 6 ist es ein bisschen schwerer. Macht das bitte nicht nach. Weil das war. Ja, das war echt blöd. Hat den Panzer im Endeffekt unnötig weggeschmissen. Tut. Stand jetzt nicht weh für unser Team, steht 6:3, wir sind schon bei 2-4 Schaden, 2 Kills und nehmen jetzt da so ein bisschen den AT-15 Doppelschuss. Blöd, dass die Kugel unten nicht getroffen hat. Zielgenauigkeit, wie gesagt, war an den Tag nicht unbedingt gegeben. Ich weiß nicht mal, ob ich nüchtern war, muss ich dazu sagen. Aber immerhin schon 4 Kills, genau. 2 Kills, 2-4 Schaden. Wir lassen mal so ein bisschen die Arti wirken. Und ihr seht, wie lange ich da nachsetze. Also ich glaube, da war ich wirklich nicht mehr ganz nüchtern. Ist egal, wir haben jetzt 2-7 Schaden, 3 Kills. Und wir waren wenigstens noch nüchtern genug, um zu wissen, dass wir halt nicht in den AT-15 und nicht in den UI da direkt reinfahren, wie unser UI-Kollege. Das war wirklich, ja, wirklich unelegant. Und jetzt bewegen wir uns Richtung KV-85, ehemals KV-1S. Immer noch ein wunderschöner Panzer auf Stufe 6 nach Ladezeit. Ein bisschen ekelhaft. Oh. Ja, und ihr seht's, ich glaube, da war ich wirklich, wirklich nicht mehr nüchtern, weil den Schuss da in den Boden reinhämmern, muss man erstmal hinkriegen. Immerhin noch einen 4. Kill bekommen, 45 Punkte noch abgekriegt. Wir können mal gucken, da ist der Einschlag. Oh, na, passiert. Steht 10:5. Das Spiel ist noch nicht gewonnen.
Man muss noch sagen, da leben noch zwei Artis. Da lebt noch ein M4A1 FL10. Für den Schuss konnte ich jetzt nichts. Das war wirklich ein bisschen Pech. Auch mal so ein bisschen aufpassen. Die Artis, die werden hier hinten stehen, in dem Bereich. Und wenn da wenigstens einer durchkommt, dann ist das doof. Schön gezielt, auch die Zeit gehabt. Aber leider nein, RNG sagt nö. Aber wir können ein bisschen mit der Kanone arbeiten. Ihr seht's. Ach, schön nach unten drücken die Knüfte. Ups. Und dann nochmal einen Schuss kassieren. Was mache ich jetzt hier? Da. Ja, der Rudi hat mich so ein bisschen gestört an der Ecke. Aber wir können ordentlich nach vorne fahren. Sind jetzt eigentlich auch im einigermaßen sicheren Bereich. Klar, es leben immer noch zwei Artis. Klar, es lebt immer noch eine Arti. Aber zumindest vor dem Rudi sind wir einigermaßen sicher. Die andere Arti, ja, die steht irgendwo da hinten. Und Rudi hat auch kein Interesse an uns. Ich weiß nicht mal, ob er mitbekommen hat, dass wir durchgefahren sind. Ja, schade. Vom Rudi haben wir nichts mehr abbekommen. Von der Arti waren wir auch nichts mehr abbekommen. Aber immerhin 5 Kills, 3, 2 Schaden, 800 unterstützt, 650 geblockt und das im nicht nüchternen Zustand. Aber wie gesagt, wir waren immerhin clever genug, uns nicht direkt in den Pulk zur AT, zur AT-15 und zum OI zu bewegen, sondern hinten stehen zu bleiben. Für den eigenen OI war es ein bisschen schade, aber den Fehler hat er selbst begangen. Deswegen nochmal der Hinweis, macht es nicht. OI hat zwar eine gewisse Panzerung, aber gerade gegen AT-15 und dennoch zur Rechten noch ein OI, da habt ihr einfach schlechte Karten. Ja, zweite Runde, Skoda T25, hab die kleine Karre mal wieder rausgeholt, mal wieder so ein bisschen gefahren, weil ich ja die tschechischen Heavys haben wollte. Und gerade Skoda T25 macht schon ein bisschen Spaß, gerade mit den drei Schuss drinnen. Ist auch alles relativ schnell nachgeladen. Crew ist auch einigermaßen abgestimmt. Hat jetzt, glaube ich, 4 Perks. Ja, und generell auf Stufe 6 mit dem Eimer kann man sich ruhig mal bewegen. Hier ein bisschen blöd, weil wir haben ein 8er Gefecht. Keine APCR dabei. Das heißt, wir spielen unter erhöhten Schwierigkeitsbedingungen. Ja, und es war ein Versuch, da auf der Linie drüben so ein bisschen mitzuwirken. Hier, bleib stehen. Hier so ein bisschen mitzuwirken. Ja, genau, Maus. Mach, was du willst, Maus. Fick dich, Maus. Ob es was bringt, werden wir gleich mal sehen. Zumindest Kanonenjagdpanzer ist mit vorne. Ansonsten haben wir noch einen kleinen VK mit bei uns. Progetto steht natürlich hinten rum. Ganz wichtig, mit einem Top-Tier hinten rumstehen. Klar, Heavys fahren auf die Heavy-Line. Ah, und der Liz, das ist blöd, dass der Liz hier ist. Das ist blöd, dass ein T29 mit hier ist. Da klingt mein Telefon. Ja, alles abgeprallt. Ich will vielleicht ein bisschen Zeit lassen sollen. Mit dem Schießen, ja, leg auf. Ich gehe jetzt gerade nicht ran. Wie lange willst du jetzt noch klingeln lassen, hä? Danke. Ja. Oben konnte ich aus meiner Sicht nichts bewirken, gerade mit dem Liz und dem T29, deswegen zurückgefahren, überlegt, erstmal neu sortieren, was kann man denn machen, gedanklich. Kanonenjagdpanzer da jetzt ein bisschen allein und ja, Kollege Progetto steht da hinten sicher rum. Ist ganz, ganz wichtig, dass er sicher steht. Ja, und einfach mal der Versuch, ob man hier irgendwas bewirken kann. Ist halt blöd, ein +2 Gefecht.
man so ein bisschen verloren ist. War auch so ein bisschen kopflos in der Runde, keine Ideen gehabt. Und das ist halt gefährlich, aber es birgt auch das Risiko, dass man ohne Schaden rausgeht. Zum Glück haben wir da eine Hellcat. Ach. Ach, und einen zweiten Schuss. Und auch einen dritten Schuss. Jo. War ein bisschen ärgerlich, dass wir so lange jetzt im Endeffekt verloren waren auf der Karte. Hatte überhaupt keinen Plan, was ich machen sollte in der Runde. Ihr seht's, ich fahre im Endeffekt kopflos rum. Hatte auch zwischenzeitlich mal die Überlegung, mit zu den Heavy Squad zu fahren. Weil gerade Liz und T29 sind nicht unbedingt Panzer, mit die ich mich anlegen möchte. Ja, und Kollege Projector hat auch schon ein paar HP verloren. Hat zumindest 2-3 Kratzer am Panzer. Auch das Gute ist, wir können so ein bisschen mit der Waffe spielen. Zumindest knapp 600 Schaden bis jetzt. Ja, und dann weiter reinhauen. Ups. Das hat der Vorteil bei dem Panzer, er lädt relativ schnell nach. Und warum der MT-25 da so blöd reinfahren musste, werde ich auch nicht verstehen. Erster Kill, 1000 Schaden. Ah, schade, dass das letzte Kugel nicht durchgegangen ist. Ja, und mit den 400 HP, die wir noch haben, muss man so ein bisschen aufpassen. Wir haben keine Panzerung. Zumindest nicht gegen 7 und 8er. Die kommen da ohne Probleme durch. Und mal wieder leichte Probleme beim Einzielen. Ups. Ja, Idee war jetzt eigentlich, den Kometen zu jagen, aber ich glaube, der Kollege war nicht mehr da. Zumindest haben wir jetzt den leichten Vorteil, wir können den Boogie von hinten angreifen, oder könnten die von hinten angreifen. Ah, abprallt, genau. So, 2 Kills, 1-2 Schaden. Ja, und jetzt heißt es den Kometen suchen. Wobei, ob das so clever ist, bezweifle ich mal. Sprich, das Ding ist ja immer noch irgendwo. Lade auch extra HE für den Kollegen. Ja, und der sitzt da hinten, T34, der folgt uns so ein bisschen. Er wollte uns unbedingt haben, der T34. Und das war jetzt im Endeffekt, ich würde sagen, die clevere Flucht. Ihr habt es gesehen, T34 ist uns gefolgt. Er wollte uns unbedingt haben, wollte uns unbedingt rausnehmen. Und die Idee, hier runter zu stürzen, würde ich mal sagen, war so nicht verkehrt, weil er hat uns damit verloren. Das war auch bewusst gemacht. Ich habe den direkten Fight mit dem T34 quasi vermieden. Weil das Scheißding tut auch weh. Und wir so ein bisschen ohne Backup waren. Und spätestens wenn wir nachladen müssen, im direkten Infight, hätten wir dann Nachteil gehabt.
Somit hatten wir die Gelegenheit, unseren Panzer zu retten, zu fliehen, zu warten, bis die Kollegen da waren, gerade zu Moa. Und ja, ich würde sagen, diese Flucht war doch ein wenig intelligent und elegant. Und würde ich auch jedem empfehlen, wenn ihr mitbekommt, da ist ein Gegner, da habe ich keine Chance. Hinter mir sind aber Kollegen noch ein Stück weit weg, die stärker sind, die auch durchkommen ohne Probleme. Dann nutzt einfach euren Panzer und versucht zu fliehen. Versucht auch einen Haken zu schlagen und die Kollegen auszutricksen. Hat in dem Fall wunderbar funktioniert und vom Komet haben wir auch noch was abbekommen. Wir sind bei 1 für Schaden, 3 Kills und wir gucken uns mal die Ergebnisse an. Ja, und hier haben wir die Ergebnisse. Erste Runde Mannheim-Linie waren Ace-Tanker, Duelland, Kämpfer, Gratis-Medaille und Großkaliber. Knapp 70.000 Credits bei 5.400 EP. Vom Schaden auf der 1 mit 3.200, 5 Kills. Ansonsten 16 Schuss, 13 getroffen, 12 durchjagen und Munition war teuer. 61.604 Munition macht einen Verlust von 1.067. Muss man aber halt mit rechnen, gerade an so einem beschissenen Tag und gerade mit so einer beschissenen Zielquote, wobei eigentlich die Quote ging. Aber weil ich andauernd nachsetzen musste, klar, muss man irgendwo APCR laden. Ihr habt es ja auch gesehen gegen den AT-15, wie lange ich da gebraucht habe, um überhaupt den Schuss anzubringen. Weil allzu nüchtern war ich halt an den Tag nicht mehr. Zweite Runde, Karte Küste mit dem T-25. Eine zweite Klasse, ein Schläger, ein Duellant, eine Gratis-Medaille, 26.500 Credits bei 4.000 EP. Vom Schaden auf der 4 komischerweise, wobei Sumor mit 3.38, klar, war Top-Tier, war schon ordentlich. Ja, und von der EP auch auf Platz 4, 3 Kills. Ansonsten 27 Schuss, 25 getroffen, 13 Uhr durchjagen, aber immerhin noch 19.300 plus gemacht. Wie gesagt, bei der Runde ging es mir eigentlich nicht um das Ergebnis oder um das Spiel an sich, sondern mehr um den Fluchtweg nachher. Deswegen nochmal der Hinweis, wenn ihr euch nicht sicher seid beim Gegnerpanzer, in dem Fall war es der T-34-85M, wenn ihr euch nicht da allzu sicher seid, ob er da durchkommt, gerade T-25 ist eine weiche, ist ein weicher Panzer und mit 400 HP braucht man da irgendwo nicht in Angriff gehen. Deswegen einfach vielleicht die Flucht ergreifen, vielleicht mal einen Haken schlagen, raus aus der Sicht vom Gegner, so dass man zugeht und vielleicht einen neuen Anfahrtsweg probieren und dann den Gegner von hinten überraschen. Hat in dem Fall einigermaßen gut funktioniert. Wir konnten damit draufhalten und nachher auch den Komet mit rausnehmen. Ja, soviel zu den beiden Runden. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.